Hallo und willkommen zu einem weiteren Video von Guild Wars Infos. Mein Name ist Christian und wir sind wieder im Bereich der Weltbosse. Diesmal wieder bei einem kleinen, und zwar dem Dschungelwurm aus dem Kaledonwald. Der Dschungelwurm aus dem Kaledonwald kommt 15 nach alle 2 Stunden. Und zu finden ist er direkt im Bergsuhlensumpf vom Kaledonwald, unter der Wegmarke zum Zwiegarten. Der kleine Dschungelwurm hat eine Zeitbegrenzung wie üblich von 15 Minuten. Töten. Er hat eine sehr kleine Eventkette, wo ich aktuell nicht ganz so weiß, ob da was geändert worden ist. Wo ich es gespielt habe, fängt normalerweise die Eventkette mit beschützt Gamasen, während er den Bergsuhlensumpf erkundet. Der spawnt unterhalb bei dem kleinen Lager, wo die andere Wegmarke ist, unterhalb des Herzens. Wo ich dann gestanden habe, um die Eventkette zu spielen, kam der nicht. Was mich halt gewundert hat. Die Eventkette hatte dann gleich angefangen, dass wir dass die drei vermoderten Gewächse zerstören mussten. Also, ne, es geht oder poppen dann, es nennt sich dann Bergsuhlensumpf sind schrecklich finstere Kreaturen aufgetaucht, haltet sie auf. Dann müssen halt vermoderte Gewächse getötet werden und ein Riesengewächs, das sind eigentlich Darstellungen von Hüllen, die man dort kaputt macht. Hat man die zerstört, kommen bei der direkten der Stelle, wo der Wurm eigentlich rauskommt, drei Avatare der Fäulnis raus. Das sind auch Hüllen, die man vernichten soll. Und wenn die beiden getötet ist, taucht unser schnuckliger kleiner Wurm auf. Der Wurm ist stationär in seiner Position, wie üblich bei vielen der Welt, vielen der kleinen Weltbossen, die bewegen sich nicht. Aber er ist an sich nicht ganz ohne. Und zwar tut er schreien, was einem Furcht verleiht, dass man wegläuft. Er spuckt dadurch mehrere rote Kreise. Das sind Giftfelder, die ganz böses Gift stapeln, wenn man nicht aufpasst. Und er macht meistens eine Drehattacke, mit dem er zurückschlagen kann. Während man gegen ihn kämpft, möchte der Wurm natürlich nicht, dass man tötet. Also werden Veteranenhüllen aufkreuzen, die auf ihn zulaufen. Diese Hüllen frisst der Wurm und heilt sich. Es ist ein Erfolg, wenn man es schafft, dass er keinen von diesen Hüllen frisst. Klar, es ist immer eine gewisse große Masse da, aber viele Leute denken sich auch, oh, wir machen so viel Schaden, dann können wir das ignorieren, dieses Töten. Das heißt, wenn ihr speziell diesen Erfolg machen wollt, müsst ihr mit selber darauf achten, dass diese Hüllen nicht gefressen werden. Im Grunde, mehr ist es zu diesem Wurm eigentlich nicht. So, nun wären wir am Ende des Videos. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, gebt mir einen Daumen hoch. Wenn ihr mir einen Daumen runter geben wollt, den brauche ich nicht zwangsläufig. Ich weiß, dass er gut für die Statistik sein soll, aber wem es nicht gefällt, der schaltet sowieso vorher ab. Bei Kommentaren bitte ich euch, nicht beleidigend gegenüber mich oder anderen zu sein. Wenn ihr weiterhin von Guild Wars Infos Videos sehen wollt, dann abonniert den Kanal und klickt auf die Glocke. Ansonsten sehen wir uns wenn wieder hier oder in der Welt von Tyria. Bis bald!